Wenn noch mit Tommy zusammen war, war es definitiv ein Faktor. Also Kind oder heiraten? Ja, oder beides? Beides. Ja. Tommy, du bist nach fast einem halben Jahr zurück aus Bali. Hast du einen Kulturschock? Ja, definitiv. Ich bin so, ich weiß nicht, vielleicht jetzt so langsam 60% oder so angekommen. Slowly. Aber ja, ich habe immer noch Zeit, scheisse. Würdest du sagen, du bist jetzt als andere Tommy zurückgekommen, als du gegangen bist? Ich bin einfach viel mehr auf meinem Weg und irgendwie weiss ich, was ich machen will im Leben. Und Afrika ist meine nächste Mission. Gehe mal schauen, ob ich meine Familie dort finde. Mein Grossvater und so. Sobald es kalt wird, muss ich glaube wieder gehen. Ja. Jetzt hast du ja auf der Götterinsel quasi auch eine neue Liebe gefunden. Erzähl mal. Ja, also meine Instrumente irgendwie. Ich habe also überhaupt einfach eine neue Liebe entdeckt zu so Healing-Geschichten. Unter anderem gehört Soundhealing dazu, was mich einfach irgendwie wahnsinnig fasziniert hat. Und ich jetzt auch irgendwie einen Raum voll mit Instrumenten habe, wo ich irgendwie wirklich jeden Tag irgendwie Stunden drin verbringe. Du hast dich ja in Bali auch zur Reiki-Masterin ausbilden lassen. Wie ist es zu dem gekommen und vielleicht auch, was ist der Zusammenhang mit dem Sound Healing? Ja, immer so viel Energie in meinen Hängen irgendwie. Und dann habe ich mit ihr über das geredet und die hat selber auch Reiki gemacht. Und dann hat sie wie gefunden, ja, zeig mal. Und dann hat sie wie so gesagt, ah, es ist mega intens, vielleicht müsstest du das mal machen. Und ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht und das eine hat sich ein bisschen zum anderen geführt. Also ich bin eigentlich nicht mit der Intention dorthin, die Sachen zu machen. Ich habe mehr gemeint, ich könnte zurück als Profisurfer oder so. Und next thing you know, bin ich irgendwie Leute behandelt und mache es immer noch und es macht mir mega Freude. Kann man zu dir jetzt in Behandlung kommen? Man kann jetzt zu mir in die Behandlung kommen, ja voll. Modeln tust du aber immer noch? Ich modle immer noch. Ja, ich finde, man muss die Zehnte nicht aufgeben, weil man etwas Neues macht. Und hast du jetzt schon Reiki-Klienten gehabt? Ja, voll. Ja. Nicht so wenig, ehrlich gesagt. Es ist wirklich irgendwie erstaunlich, wie, ja, wie es ankommt. Und irgendwie ist es, glaube ich, einfach so eine Zeit, wo Menschen das brauchen jetzt gerade. Wenn ich jetzt deine Klientin wäre, was passiert konkret oder was würdest du machen? Also ich mache nicht das klassische Reiki, sondern ich habe jetzt wie mit all den Sachen, die ich gelernt habe in Bali und einfach auch schon vorher intuitiv gespürt habe, mit dem arbeite ich. Also es ist wie so ein kleiner Kombi. Im Moment nenne ich es noch Reiki Flow. Also ich bewege dich auch. Unter anderem also deine Extremitäten, deine Beine, deine Arme, aber auch deine Hüfte. Es ist so ein bisschen Thai-Massage drin, es hat Energiearbeit drin, wo du wirklich nur im Energiefeld arbeitest. Mhm. Und nachher ist auch noch eben Reiki drin. Und wie fühle ich mich nachher? Ja, hoffentlich mega happy und gut. Also du bist die meisten, die jetzt bei mir waren, die sind ja, die gehen glücklich raus und auch ja, so ein bisschen heim. Ja, also die Leute besitzen, sie sind wirklich begeistert und mich auch irgendwie weiterempfehlen. Und eben, es ist wie so organically aus dem Wachsen und zusammenkommen. Das ist mega schön. Es hat wirklich viele Magic Moments gegeben. Was hast du für Leute kennengelernt? Ja, ganz viele verschiedene. Aber ja, überall so ein bisschen meine Crew gehabt. Meine U-Boot-Crew, meine Jungle-Crew, meine Binging Uluwatu Crew. Das war schon irgendwie das erste Mal in meinem Leben, wo ich so von einem Ort, wo ich es schwierig gefunden habe, zum gehen, in die Schweiz zu kommen. Aber also, wieder heim ja, voll. Das ist mir echt nicht einfach gefallen. Das war wirklich so Herzschmerz gewesen. Ja. Aber irgendwie gleichzeitig mega, mega schön. Und ich bin auch irgendwie für meine Verhältnisse mit sehr vielen noch in Kontakt. Genau. Aber so verliebt oder dein Herz verschenkt hast du nicht? An mich selber? Ja, voll. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt gerade Platz hat. Mhm. So im Moment. Bei der Dominik Rinderknecht, bei deiner Ex-Freundin, sieht es ein bisschen anders aus. Sie ist auch reisen und hat sich in Südafrika verliebt und jetzt auch verlobt.
Habt ihr euch in der Zwischenzeit schon gesehen oder hast du schon gratuliert? Ja, voll. Ja, wir sind ja lustigerweise am gleichen Tag angekommen. Nein. Ja, mal. Ich freue mich mega für sie. Und sie geht jetzt so ihren Weg und das ist schon gut so. Jetzt ist ihre Verlobte, also ja, sagt sie schon, ist ein Mann. Wie ist das für dich? Macht das einen Unterschied? Nein, also für mich... ich glaube, ganz ehrlich, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen genervt. Also wäre es so ein bisschen, hätte es mich auch mehr irgendwie betupft, wenn es jetzt, wenn es eine Frau wäre gewesen. Weil der ist so ein bisschen, ja, was hat jetzt die, die besser ist als ich? Also mehr Konkurrenz. Also es wäre dann wie so, du hast wie ein Konkurrenzdenken, ja. Oder? Und bei einem Typ ist wie, ja, das ist ja wie etwas anderes. Und, aber auch wenn es eine Frau wäre gewesen, ich meine, wir haben uns getrennt und wir sind super gut miteinander und ich freue mich einfach, dass es ihr gut geht. Wir sind ja eben letztes Jahr haben wir eigentlich als beste Freundinnen auseinandergegangen. Hat sich jetzt in dieser Zeit, in der ihr beide lange weg sind und vielleicht jetzt auch mit dieser Verlobung etwas geändert an dem? Oder was würdest du sagen, ist der Status quo heute? Ja, also, ich glaube, es hat sich nichts geändert. Außer dass, also ich habe mich vor allem verändert. Und eben, jetzt im Moment bin ich nicht so social unterwegs. Das hat sich verändert, aber sonst nichts. Mhm. Also auch einfach nicht mit ihr einen mega engen Kontakt? Mal Kontakt schon, aber einfach nicht so gesehen gerade. Weil ich einfach nicht einfach daheim sein. Du hast kurz nach der Trennung einen mega grossen Schritt auch für dich selber gemacht. Du hast dich als non-binär, also zwischengeschlechtlich, geoutet. Wie lange hat das schon in dir drin geschlummert? Das Gefühl war ja schon immer da, schon das Leben lang. Ich konnte es einfach nicht einordnen, bis ich dann über das gelesen habe. Und dann dachte ich, das ist es. Und das ist wann? Es ist dann relativ schnell gegangen, weil ich habe es einfach auf Insta gepostet für mich, aber einfach auch irgendwie zum. Ja, es ist nicht so lang gegangen wie mein erstes Outing, sagen wir es so. Das hat ja Jahre gedauert. Also ist es dir auch leichter gefallen? Ja, absolut. Es war mehr so für mich einfach geil. Es ist einfach so eine Erkenntnis für mich und ich teile es jetzt mit euch. Mhm. So. Und das andere war wirklich so ein Kampf mit sich selber. Vielmehr. Und wie fühlt es sich jetzt an? Ja, gut. Es ist einfach manchmal. Ist es so ein bisschen tricky, ich meine, gerade in der deutschen Sprache ist es mega schwierig für viele. Verstehen kann ich auch absolut nachvollziehen. Du bist nicht mehr Tami, sondern du bist Tami. Ja, oder? Die Bayern sagen eher auch jetzt Tami. Darum, das funktioniert. Das ist gut, das funktioniert nicht. Genau. Genau. Aber wenn man jetzt ohne Namen von dir redet? Ja, eben, finde ich schwierig. Selber für mich auch noch keine richtig befriedigende Lösung gefunden. Das Motto von dieser Pride war ja, trau dich, für alle jetzt. Ja. Wieso können gleichgeschlechtliche Paare im 2021 in der Schweiz immer noch nicht heiraten? Also weißt du, wieso braucht es überhaupt so ein Motto? Ja, es ist einfach sehr krass. Aber also eigentlich wäre es ja da, oder? Eigentlich hatten wir es ja schon mal gehabt. Ja. Und dann hat es ein Referendum gegeben mit 50.000 Stimmen. Mhm. Und die meisten sind sich so ein bisschen genervt über das. Aber mir ist es ein bisschen anders gegangen. Ich habe so gedacht, geile Sieche, weil jetzt müssen wir abstimmen. Jetzt kommt es vor das Volk. Kommt es vor das Volk. Ja. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es so das höchste Jahr wird ever in der Geschichte. Und dann haben wir ein Datum. Und dann ist es wie so, hey, ab diesem Moment haben wir die gleichen Rechte wie alle anderen. Und das wird jetzt gefeiert. Die Ehe für alle würde ja, glaube ich, auch verheirateten Frauenpaar den Zugang zu Samenbanken in der Schweiz ermöglichen. Kennst du den Traum oder den Wunsch von einer eigenen Familie oder auch vom Heiraten? Jetzt du persönlich. Ja, also ich sage es jetzt mal so, wenn ich noch mit Tommy zusammen war, war es definitiv ein Faktor. Jetzt sehe ich sehr weniger. Also Kind oder Heiraten? Ja, oder beides? Ja. Wir würden zum Abschluss noch eine Schnellfragerunde gehen. Das Ziel ist, dass... Schnellfragerunde? Ja, du als Bernerin, das wäre super. Welchen falschen Eindruck haben Fremde oft von dir?
das ist einfach, dass ich so mega irgendwie hart, dass ich bin. Und dann reden sie mit mir so, ah, du bist ein ganzer Liebling. So, yeah. Dein peinlichster Moment auf dem Laufsteg? Ich bin bei Louis Vuitton bin ich falsch gelaufen. Und dann bin ich irgendwie, habe ich wie 8 Mädchen überholt. Also es ist erst die erste, die ist erst zurück im Backstage. Und ich so, fuck, ich hätte noch in den dritten Raum sollen. Ja, und dann habe ich mich so mega langsam vorgeschafft. Ja, dass sie es dann gar nicht so richtig gemerkt haben, dass ich eigentlich einen Raum verpasst habe. Ja. Sie haben dann wie die vor mir zusammengeschissen, dass sie, wo sie sind und so. Und wärst so, weil ich schon da bin. Und ich so, nein, sorry. Scheiße. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst Ich wäre ein Puma. Ja, mein Vater hat mir das mal gesagt. Tommy hat mir das gesagt, unabhängig von meinem Vater. Es hat noch andere Menschen gegeben, die es schon gesagt haben. Bei der Blue Lotus Ceremony. Hatte ich eine Vision von ihm. Und es war mega lustig, weil er so, oder sie, ich weiß nicht genau, so etwa 3 Meter vor mir gestanden. Er hat mich so angeschaut, Augenkontakt gehabt. Aber es war überhaupt, also es war nicht scary oder so. Es war nicht so, oh mein Gott, ich muss weg hier. Und dann war es irgendwie noch spannend, weil er einfach so ein bisschen Gras hat im Mund gehabt. Also, es ist etwas, das denkst du ja nicht aus. Wie war dein erster Kuss? In Sardinien, in einer Party, mit so einem mega, ja, einen mega hübsch gefundenen Typ mit langen Haaren. Ja, es war herzig, er hat mich so hinter die Rutschbahn gezogen. Das haben seine Kollegen uns nicht gesehen. Deine illegalste Tat? Ja, also, wenn ich jetzt in New York so ein bisschen Gras den Leuten gebracht. Kurier. Ja, genau. Das gehört auch so zu den illegalsten Sachen. Der schlechteste Anmachspruch, den du je gehört hast? Frauen sind nicht so schlecht in dem. Ja? Sie sind auch nicht so plump. Hey, danke dir vielmals. Merci dir vielmals. Es war schön. Sehr. Danke. Und nochmal welcome back. Ja, merci.